Willkommen, Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Herzlich willkommen in Savannah. Wir sind in Georgia, Freunde, und wir haben in Georgia. Ist der Vlog schon draußen? Weiß ich gar nicht. Wenn nicht, Vlogs checken. Ein wunderschönes kleines Apartment uns angemietet mit einer Küche. Also all American. Ganz, ganz typisch amerikanisch. Und wir hatten eine relativ ruhige Nacht und es gibt Frühstück. Wir haben natürlich alles Mögliche eingekauft gestern für $200. Provolone-Käse. Wir haben Bacon. Wir haben ordentlich Eier. Guck mal, die Amis wissen, wie man Eier macht, oder? Ja, und ein bisschen was anderes noch dazu. Und ich habe was gefunden. Und ich dachte, weil ich das gefunden habe, wird es Zeit auch in Amerika für ein kleines Bobby Checked. Und zwar Bobby Checked Blödsinn von Amazon eigentlich. In dem Fall aus dem Supermarkt kriegt er bestimmt auch bei Amazon. Ein Omelette Maker für die Mikrowelle. Geht das? Taugt das was? Kann man das wegschmeißen? Kann man das gebrauchen? Wir werden es erfahren. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt einfach dran. Ja, also Mikrowellen-Omelette-Maker. Er verspricht uns ein wunderschönes Omelette in 2 Minuten an. Wie klappt das? Wenn es draufsteht, muss das klappen. Wenn es draufsteht, muss es klappen. Wir haben natürlich auch Pfannen und alles für Bacon und normale Eier hier. Aber wenn es sowas gibt, warum sollen wir es nicht testen? Also, Anleitung ist relativ übersichtlich. Man soll das erstmal auspacken. Ich werde es auch mal kurz abspülen, oder? Sollten wir das abspülen? Oder mit Kunststoff. Guck mal, hier, das ist... Wie ist denn das? Oh, ziemlich sicher zusammen. Ah, klack. Einmal. Oh, bist du so nett und spürst einmal für uns? Ja. Pappe weg. Wir werden das Omelette machen mit ein paar Eiern. Dann haben wir hier schon ein bisschen was vorgeschnitten. Und zwar ein wenig Tomate, etwas von der köstlichen Salami und ein bisschen Provolone-Käse. Und ich habe auch noch Gewürze. Natürlich Icke und Atze. Die müssen wir noch aus dem Rucksack holen. Ja, natürlich auch in Amerika am Start. Icke und Atze. Freunde, nicht vergessen, ne? Gutscheincode SPICY 030 Barbecue für 5 Euro Rabatt auf einen Warenkorb auf 15 Euro bei der Spice Bar, auch aus Amerika. Ah, nee, also von hier könnt ihr nicht bestellen, aber aus Deutschland, Freunde, auf jeden Fall auschecken. So, wir fangen einfach an, es soll ja schnell gehen, ich habe mich übrigens verlesen. 2 Minuten funktioniert bei einem Ei, wir nehmen aber 3 Eier, denn wir sind erwachsen. Da dauert es dann wohl 2,5 Minuten oder irgendwie sowas in den Dreh. Also erstmal Eier, drin hier, zack. Ich habe das Gefühl, die amerikanischen Eier sind größer als die europäischen. Kann das sein? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Also erstmal 3 Eier aus ihrer Pelle befreien. Zack. Ja. Etwas Icke. Etwas Atze. Ja, nicht zu viel. Und mal kurz durchquirlen. Ne? Wir wollen ja Scrambled Eggs haben. Sehr schön. Zack. Und jetzt sollen wir das aufteilen. Und zwar 50-50 hier auf beide Seiten. Mal gucken, ob das was wird. Also zack. Naja, nicht ganz, aber fast, oder? So, und jetzt geht es auch schon ab an unseren Freund die Mikrowelle. Auch das, Freunde, ein amerikanisches Modell. Nicht ganz so einfach zu verstehen. Viele Knöpfe für alles Mögliche. So eine große Mikrowelle haben wir in Deutschland nicht. Die sagen an, ich soll jetzt mal 1,5 Minuten auf volle Pulle Leistung erfahren. Wir haben jetzt mal ein bisschen geguckt. Ich glaube, wir machen einfach 2 und holen es dann wieder raus. Mikrowelle, Standard Airbnb. Ah, ich würde sagen, in leicht abgewohnt, ne? Aber das soll uns nicht stören. Das ganze Ding soll jetzt offen in die Mikrowelle. Das ist ja schon die erste Challenge hier, das da reinzukriegen. Zack. Okay. Deckel zu. Also jetzt einfach auf 2, wa? 2. Und starten. Wir gucken. Na, könnt ihr das sehen? Es stockt schon. Ja, guck mal, 1 Minute 20 ist schon, noch 10 Sekunden und da ist schon richtig was passiert. Ja, wir machen jetzt wirklich mal genaue Zeitangaben hier. 33, 32, 31, zack. Oh, ho, 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 ho. Oh, guck mal. Da ist schon ordentlich was passiert. Okay, in der Mitte haben wir jetzt noch ein bisschen sumpfig. Man soll es jetzt mal kurz stehen lassen und jetzt können wir es auch schon füllen mit unseren Zusatzzutaten quasi. Also ein bisschen Käse, wir werden es jetzt mal nicht übertreiben. Ne? Wir machen ein bisschen Käse da rein. Zack. Ein bisschen was von der Wurst. Hm. Optional natürlich auch Bacon, denn alles schmeckt besser. Andi? Mit Bacon. Mit Bacon, da hat er völlig recht. Ja? So, zack, und ein bisschen Tomate. Ich werde jetzt mal versuchen, die wässrigen Teile da jetzt nicht so drauf zu schmeißen. Zack. Aber das sieht schon gut aus, oder?
Also Freunde, wenn ich nicht der Omelettmeister bin, dann weiß ich auch nicht. So, was mich jetzt aber ein bisschen interessiert ist, wir sollen das jetzt zusammenklappen. Und wenn ich das jetzt so zusammenklappe, Freunde, hätten wir doch noch einen Moment warten sollen? Ich weiß es nicht. Soll ich es jetzt einfach so rüberhauen? Ja. Dann ist es aber auch überall, oder? Naja, das fällt schon komplett. Na gut, okay. Eins, zwei, zack. Jawohl. Dann hier verschließen. Ja. Und wieder zurück in die Mikrowelle. Und was war jetzt? Nochmal eine Minute oder was? Ja? Eins. Jawohl. Nochmal eine Minute. Und dann soll es fertig sein. Bin gespannt. Na, und wieder die letzten 10 Sekunden, Freunde. Ich bin, also die Aufregung ist jetzt schon wirklich grenzenlos, oder? Omelette aus der Mikrowelle. Und Food is ready. Na, wir sind gespannt, Freunde. Oh, okay. Es hat, war ich das gerade? Es hat eine Tomate rausgedrückt. Oh, es ist heiß. Passt bitte auf. Oh, so, Mikrowelle zu. Jetzt gucken wir, wie wir es geöffnet kriegen. Oh, oh. Also es sieht... Sieht da nicht schlecht aus. Es sieht nicht verkehrt aus. Ich würde sagen, wir machen Teller fertig und dann probieren wir es. Und zack, guckt euch das an. Ne? Also für ein Ei aus der Mikrowelle, Dicker. Also, das ist, ich würde fast sagen, ein Traum, oder? Also, da können sich jetzt einige von unseren Frühstücksrestaurants eine Scheibe von abschneiden. Jetzt muss es auch mal schmecken. Komm mal ran hier, guck mal hier drin erstmal, ob das hier... Oh, das sieht fluffig aus. Ja. Komm, cheers. Cheers. Es ist ein Omelett. Ein Omelett. Könnte innen aber ein bisschen. Könnte jetzt ist ein sein. Bisschen trocken fast. Ein bisschen oder? Trocken, ja, aber. Ist okay. Vom Geschmack her ist. Mhm. Also, ich denke, man kann sich da sicherlich rantasten, was die Zeiten angeht. Also, man hätte vielleicht jetzt vielleicht doch mal eine halbe Minute. Bisschen weniger. Ja, aber, alles in allem. Funktioniert. Ein easy Omelette aus der Mikrowelle, Freunde. Ich guck mal, ob ich bei Amazon so ein Ding finde. Ich verlinke euch das gerne mal unten in der Infobox. Ansonsten. Also ich denke, man kann sagen, Ei aus der Mikrowelle in so einem Teil, kann man machen, oder? Wenn es schnell gehen soll. Kann man machen. Wenn er Bock auf sowas hat, checkt das Ding unten einfach mal aus. Ne? Das war ein schnelles Bobby und Andy checkt aus den Staaten. Ne? Vlogs auschecken, nicht vergessen, weiter unsere Videos ballern. Freunde, wenn euch dieses kleine Testvideo gefallen hat, dann ballert Kommentare bei Like und Abo, würden wir uns freuen. Ne? Facebook checken, Instagram checken und dann Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid, ich bin schon völlig raus. Und das waren Andy und Bobby aus Amerika. 00 Barbecue. Wir sind draußen. Wir sehen uns am Grill. Geil.